Moin Moin, meine lieben Leute, der Seiten Unterhaltung. Heute mal nichts Politisches. Nee, heute erstmal, habe ich auch schon vorher Videos mal so angesprochen, so das eine Video, wo ich meine Wohnung gezeigt habe. Vielleicht habe ich schon ein bisschen Rundgang, also viel Computer und viel Kram, viel am Basteln bin ich auch. Und heute möchte ich euch dann ganz gerne mal eins von meinen Projekten mal präsentieren. Das ist in YouTube mittlerweile schon bekannt, auch schon seit ein paar Jahren. Es geht hier um die Lithium-Ionen-Akkus, die 18650er. Ja, kennt ja mittlerweile jeder Hans und Franz. Ich bin seit einem Jahr drauf, drei Jahre drauf gestoßen. Ich mal auf die Idee gekommen, ja, reißt denn die aus den Netbook-Akkus raus? Tja, da kannst du so extrem viel mit auspassen. Für Experimente, Basteleien. Zum Beispiel habe ich mir alte Baustellenlampen, die LEDs herausgebaut, die ganze Elektronik ausgebaut. Und man kann sie gut dann halt in die Türen, also bei meinen beiden Eingängen habe ich sie angebaut als Einbrecherschreck. Und dafür verwende ich zwei von denen, die sind dafür optimal. Eine Woche lang funktionieren sie damit tadellos. Und heute möchte ich euch dann mal ganz gerne, meine Bastelei, meine relativ amateurhafte, professionelle Bastelei der TP4056er. Ladechips, ich würde mal sagen, das ist schon die zweite Generation. Das Problem ist, meine Webcam ist, glaube ich, jetzt nicht gerade die beste. Das ist der Logitech C270. Man kann das so recht gut erkennen. Ja, ich habe jetzt hier nochmal ein paar Kupferkühler aufgebracht, beziehungsweise aber die habe ich mir selber zusammengeschnitten. Die habe ich alles natürlich vom Chinamann halt. Die Batteriehalter sind jetzt nicht so die dollsten Dinge, also die sind ziemlich eng, also die Qualität ist, wie man es halt vom Kindermann so erwartet. Ja, das ist halt, was ich mir gebastelt habe, also eine kleine Vorrichtung. Dann vernünftig natürlich mit Bananenstecker Buchsen. So, und dazu habe ich natürlich auch ein Netzteil, oder Ladegerät, oder wie man es auch immer betiteln kann, gebaut. Natürlich, da ich natürlich relativ, antikapitalistisch eingestellt bin, ja relativ gesehen, ich möchte ganz gerne aus alten Materialien wieder was Neues erschaffen. So, dadurch habe ich mir den Kollegen hier gebaut. Mal gucken, wie ich das Ding jetzt gerade zerlegt kriege. Das ist natürlich jetzt gerade nicht sehr einfach. Geklebt habe ich es noch nicht. Ich bin gespannt, ob ich es auseinanderkriege, ohne dass ich wieder auseinanderreiße. Dann können wir beim Zuschauer beim bekloppten, verrückten Zerlegen dieses Abfall los. Dann werden wir euch jetzt nicht zeigen, wie oder was ich da gebaut habe. So. Sesam öffne dich. Oder auch nicht. Na, super. Ich hab's geöffnet. So. Ja, so sieht das mein Selbstbau-Netzteil aus. Also das Gehäuse ist, ja, ich würde sagen, so aus den 70er, 80er Jahren. Das ist für so, stammt aus einer Haushaltsauflösung von einem Freund seines Vaters. Der hatte viel mit Elektronik, auch mit Chemie und Physik ein bisschen rum experimentiert, gebastelt. Und da ist eins von diesen Gehäusen übrig geblieben. Er hat ein paar mehr davon. Ja, das Netzteil. Das stammt vom Sperrmüll. Wie auch anders wie bei mir. Allerdings stammt dieses Netzteil aus einem großen 5,4 Zoll Exams-Gehäuse, war das Gasi-CD-ROM-Brenner drin. Ich glaube Freecom oder was das war. War wie immer ein Riesengehäuse. War schon leer, war schon ausgeschlachtet, also das heißt kein Gasi-Lauf mehr drin, aber ich habe sofort dieses Netzteil da drin erkannt. So, das Netzteil hat natürlich Molex-Anschluss gehabt. Habe ich natürlich alles getrennt. Das Schöne an diesem Netzteil ist, die 12 Volt und die 5 Volt Leitung, die ist voneinander getrennt. Das finde ich dann relativ schön. Und auch, ich habe so ein bisschen rum experimentiert, es ist kurzschlusssicher. Ja, wie man erkennen kann, diese typischen Segmentanzeigen, die man halt auch bei eBay von den Kindermann so kriegen kann, Bananenstecker anproduziert. Ich habe natürlich CE-Konformität, alles ist geerdet. Ne? Also vernünftige Erdung, das, auch unten ist natürlich noch ein Stück vom Metallgehäuse habe ich mitgenommen. Ich habe hier hinten habe ich mir noch einen Hohlsteckeranschluss. Das stammt auch aus einem anderen Netzteil von ich glaube, das stammt aus einem Hewlett Packard oder einem IBM oder einem Compaq-Rechner. Der hat auf der Netzseite hinten noch so ein stabilisiertes Hohlsteckerausgang.
wie man auch sehen kann, auch ordentlich geerdet, weil wegen sicher. Natürlich auch habe ich mir dann vorne noch einen Bananenstecker für die Erde nach draußen noch gelegt. Also da ist alles fein. Ja, noch ein Lüfter eingebaut. Auch den hatte ich jetzt noch liegen, hier genau neu. Dann bin ich noch des Weiteren beigegangen, habe mir das hab, den habe ich mal auf dem Parkplatz gefunden. Das war ein, ja, so ein Billigladegerät. 12 Volt Stecker für Zigarettenanzünder. Der ist natürlich Zigarettenanzünder, ist platt gedrückt, ist ja kaputt gefahren worden. Aber ich war hauptsächlich auf dieses Kabel scharf. Denke so, okay, das nimmst du mit. Habe ich unbedingt auch hier geschützt, das Müll mitgenommen und habe mir auch hier eine 5 Volt Leitung angebracht. So, ja, das ist halt so, was ich hier gebastelt habe. Da hinten natürlich, da saugt die Luft rein. Also er zieht hier rein, hier oben raus. Ursprünglich hatte das Teil vorher auch einen Lüfter verbaut. Ja, jetzt setze ich mal das Ganze wieder zusammen. Damit es jetzt gerade perfekt hinkriege. Ja, es macht Ding, es macht Kluck, es macht Knirsch. Ho, ja, wundertoll. Das wäre ein ineinander, du. So, ja, auch die Bananenstecker habe ich mir auch selber gekauft. Auch selber halt Kabel, sind viel Kabel gelötet. Na gut, die waren, das ist natürlich Lautsprecherkabel. Das frage ich eigentlich nicht, in was für eine Stärke, in was für eine Dicke. Also ich habe das Dickste genommen, sicher, sicher. Ja, da will ich mal sagen, natürlich habe ich vorher den ganzen, das ganze Graph habe ich vorher schon getestet. Sind viel, na, Kaltgeräte, Kabel, Stecker, Dingsi. So, dann mal rein damit. Hier hinten habe ich das alles mit Epoxidharzkleber verklebt, also auch schon vernünftig stabil bleibt. Aktivieren wir da dann den ganzen Kollegen. Ja, man sieht. He's alive! So, exklusiv. Stecken wir das Teil mal an. Ein paar vorbereitet, ein paar Zellen sind drin und aha, es läuft. So, da der Kontakt funktioniert. Ja, wunderbar. Das ist mein 18650er Lader. Na gut, der zieht natürlich enorm. Das Ding hat 12 Volt, 3 Ampere. Leider, ich hab mir zu spät gesehen, dass es noch bessere Anzeigen gibt. Es gibt noch bessere Anzeigen, die gleichzeitig, also Segmentanzeigen, die unten auch noch Ampere anzeigen. Habe ich hier leider vergessen mir zu kaufen. Ich muss ein bisschen Geld sparen. Die ganzen Bauteile mit allem drum und dran, Versand, hat mir jetzt knapp 50 € gekostet. Ja, natürlich auch noch die Stunden, die da investiert. Ich habe, ich denke mal, mit dem ganzen Zusammenbau, mit allen Lötarbeiten drumherum, circa 3, 3,5 Stunden habe ich mit allem, also zusammengerechnet verbraucht. Ja gut, geht natürlich jetzt die, zieht die gute Runde die Schose. Aber es funktioniert. Also, das ist mein TP 8650er, TP 4056 Lader. Ja, die ganzen, ich werde mal die Links noch unten in der Videobeschreibung reinklatschen. Ja. So ein paar kleine Messungen zeigen, tun, machen. So. War es eigentlich eins von meinen größeren Projekten. Ich denke mal, ich werde mir in der nächsten Zeit werde ich mir, ich habe auch den Grund auch so eine große Pult hier gebaut, da ich mir, ich werde mir noch zwei von diesen TP4056er Lademodulen kaufen und dann werde ich die noch mit Krokodilklemmen versehen. Da habe ich, habe ich noch andere Batterien, ich habe noch die zum Polymer rumfliegen, solche kleinen Jungs. So, müssen wir hier mal direkt am Ausgang. Ja, ups, aufgelischt. Nein, wieder abgerutscht. Ich hasse es. Ja, 4 Volt Lade. Strom geht nach oder raus. Hier haben wir 4,7 drin, 4,98. Ja gut, die Anzeige, die Segmentanzeige in dem Netzteil, was gebaut wird, ist natürlich nicht so prall. Das ist natürlich, ist halt das A vom Chinamann. Ja, die Jungs werden recht warm. Also, ich empfehle euch auch, wenn ihr diese TP456 zusammenbaut. Wie gesagt, ich befeuere sie gerade mit 2 Ampere. Ich weiß jetzt nicht zu 100%, wie die technischen Daten sind, Spezifikationen sind. Aber die sind, glaube ich, jetzt muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich werde demnächst, werde ich wahrscheinlich mir noch, hier oben werde ich mir noch, ich würde noch Wärmeleitkleber kaufen oder werde ich mir, ich habe noch von aus Notebooks, habe ich noch die ganzen Kühler noch, beziehungsweise die
Ach, jetzt komme ich hier auf den Namen, diesen Fachbegriff von diesen blöden Kühlelementen aus dem Notebook. Ihr wisst ja schon, was ich meine. Und auf jeden Fall habe ich mir auch ein paar Sachen schon vorbereitet. Die werde ich mir auch noch aufkleben, weil ich muss mir erst noch den Kleber kaufen. Leider reicht das momentan das Geld nicht aus. Naja, das ist halt so meine Vorstellung von meiner Konfiguration des 6850er Ladegeräts. Ja. Ja, ich empfehle euch jeden wieder, der relativ handwerklich gut begabt ist und sich mit Elektronik relativ gut auskennt, weiß, wo Plus und Minus ist, Anode, Kathode, dass man mit dem Finger drauf ist, ihr bisschen brezeln kann, was weiß ich nicht halt. Schon habe ich einen geballert gekriegt. Tja, ich weiß nicht, das sollte ich dir mal für euch in allen gewissermaßen Ansporn sein, baut euch gewissermaßen Dinge selber, so versteht ihr auch sehr viel und ja, ich muss sagen, so viel dazu. Also, see you later, Alligator. Macht's besser wie ich, ne? Ciao.